Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Filippo Vecchiotti uh, e wir reden über Multitemporane Insight Methode. Questa uh, presentazione è stata in, in Zusammenarbeit mit Anna Sara Amabile, meine Kollegin uh, von der Biologischen Bundesstaat, Ingenieur Biologie. Eh, zuerst eine kurze Überblick, Überblick über diese Präsentation und dann eh, fangen wir sofort mit uh, der Definition, was ist Radar, eh, Radar Detection, Radio Detection and Ranging. Radar ist in der Lage, Objekte auf der Überfläche zu detektieren und ihre Entfernung zu Satelliten zu messen, range. Eh, und wir haben hier, ja, kleine...

bis sich entlang der Fluglinie bewegt, ist also größer als in der Realität. So man br braucht echt eine große, riesige Antenne, um zu haben eine gute Auflösung von ähm, Nitraten. Äh, Deswegen äh, wir benutzen wir eine synthetische äh, Antenne. Und äh, hier steht äh, vor äh, einem Überblick über die ganze System, Radarsystem jetzt in Betrieb. Und uh, die wichtigste Unterschied zwischen diesen Satelliten ist die Art des Radarsignal. X-Band ist das Kürzeres, eh, C-Band ist die Mittere mit 6 cm und L-Band mit 23 cm hat die längere eh, eh, Mikrowellebereiche. Sie gehören zu Mikrowellenbereich, das elettromagnetische Spektrum. Dann, wir haben hier auch eine kleine Animation. Die nimmt das System wieder auf. Die Antenne wird dann direkt rechten Seite des Satelliten montiert. Das bedeutet, dass, wenn die Umlaufbahn des Satelliten von Süden nach Norden, das ist das Beispiel, verlauft, die Bilder in Richtung Osten, Sichtlinien Nordost oder Line of Sight Nordost, Aufgenommen werden. Während in die andere äh, Beispiel ist die eigentlich die ist in die andere Richtung so westlich. Äh, dann äh, die nächste Punkt ist das, äh, wie sieht da äh, ja wieder, wie schaut aus die Azimut, die Auflösung von der, Sa der Satellitenbilder? So in Azimut ist äh, eigentlich äh, Besser und äh, ist letztlich ein bisschen ähm, grober, 20 Meter. Für, das ist für centimeter. Und äh, wie sieht aus, ein, ein Bild äh, bei Radar ist jeden Pixel eine komplexe Zahl, äh, die die Amplitude dieses Bild in schwarz und weiß äh, und Phasenverschiebung mh, jedes äh, Ruch, Impuls aufgedruckt. Ähm, und die schaut so aus: Dies sind eigentlich auch die, äh, die Elemente, die mathematischen Elemente, äh, die zwei Bilder. Und eigentlich die gute Sache von Sa ist, dass es äh, ein Aktivsystem ist. Deswegen kann äh, du, in der Nacht auch arbeiten, weil es keine externe Beleuchtungsquelle braucht. Und dann eine andere Sache ist, dass. Kann man mit Radar durch Wolke äh, auch? Äh, so, das System kann äh, durch Wolken ähm, durchrinden. Äh, und das ist in die, diese zwei Filme ausgezeichnet. Und äh, die nächste Sache, sehr interessant von Strada, ist äh, eigentlich, das ist ein bisschen eine Limitierung, ist die geometrische Verzerrung. Äh, ich mache nur ein Beispiel für Forest das ist die, äh, die Vesuvius-Vulkan in einem Saar bild mit der Spitze der Berge deformiert auf der gegenüberliegenden Seite der Siklinie, Oleinonside. So, diese Seite hier wird komplett komprimiert äh, und diese Seite wird äh, sehr gut äh, visualisiert. Und äh, eine andere äh, sehr. Komplexe, aber wichtige äh, Information USA ist die F Kohärenz. Äh, ist ein Index der, der Phasequalität. Die Kohärenz ist eine Maß dafür, äh, wie es, äh, es zwei Pixel gleich aussehen. Die Kohärenz nimmt Werte zwischen 0 und 1. Und man sieht hier, wie vergleiche, äh, wir wie vergleichen wie, wie eine Landebedeckung Produkts, LISA mit einem Kohärenzbild von AOI 3. Die bewaldeten Gebiete haben eine geringe Kohärenz hier, hier im Vergleich zu bebauten Gebäu äh, Gebieten. Hier. Dann, was haben wir gemacht bei der GBA? Äh, wir haben eine a priori PSI-Sichtbarkeit-Karte für Senvisat, Sentinel-1, Terrasse-Rex und Kosmos-Kalme, äh, äh, L-Band gemacht. Äh, wir haben eigentlich ähm, ähm, simuliert, was passiert mit Schatten, diese rote Bereich hier, was passiert mit der äh, Layovering, diese Uh, ja, lila Bereich hier, uh, forest shortening, this uh, orange, uh, uh, el green Bereich, und uh, in, uh, in eine echte Gelände, uh, wir benutzen eine gute Gelände Modelle, cemento flusso. Und uh, bei die Kombinierung der, der Lisa uh, uh, Lancover Produkt mit uh, die uh, Input corrected: Karte, die haben for vor. Die könnte die a priori density map, zum Beispiel for Sentinel, for descending data, zu machen. Und hier haben wir die, eigentlich, wie, wie viele, wie viele um, PSI sind SIGPA, uh, die Dichte der, der PSI pro Quadratkilometer in Österreich. Und jetzt uh, wir reden über die, wie funktioniert DINSA? Die Phasendifferenz zwischen zwei unterschiedlichen Zeiten aufgenommenen Bilder erzeugt ein Interferenzmuster, das als Interferogramm bezeichnet wird. Das Interferogramm zeigt die Änderung der Rechtweite vom Boden zu Satelliten. Ihr seht, uns, dass die erste Radarwelle ist der rote und die blaue ist die zweite. Und wie sehen, dass wenn wir mehr Deformation, vertikale Deformation, die Welle nimmt mehr bei die zweite Phase der zweiten Phase des Satelliten. Wenn die äh, schaut ähnlich aus, wie, äh, als Wellenlänge, wir haben keine Deformation. Wenn wir haben mehrere, äh, eigentlich, wenn nimmt mehr, wir haben mehr, mehr Deformation. Eigentlich hier, eine Längewelle ist hier, ist zwei Zyklus ist 4 äh, py äh, es ist eigentlich wie 6 cm. So die, diese Menge ist 6 cm. Und diese Menge von hier bis hier ist eigentlich fast 9 cm. Äh, und äh, und andere, ein anderes wichtiges äh, Element von Saar ist die Basislinie. Äh, die Aufnahm Geometrie unterscheidet sich leicht zwischen zwei Saarbildern, äh, um diese räumliche Dekoration zu reduzieren.

stabile uh, target uh, eh infrastrutture o in e un del de, 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 de segnale sia costante o esser stabile. Un uh, uh, wichtige uh, elementi sti è che abbiamo un master als reference Und wir haben ein zentriertes, schmales Netzwerk mit äh, niedriger Basislinie. Äh, das, das System äh, funktioniert äh, wie ein Stapel der, der Bilder, so diese Verarbeitungskette äh, verwendet eine lange Zeit rein Stapel von Bildern. Äh, wir erreichen eine sehr hohe Auflösung. Äh, normalerweise ein lineares Bewegungsmodell ermöglicht die, die Schätzung von der Formation bis hinunter zu Millimeter pro Jahr. Und wir haben auch hier ein Beispiel von, für den Einsatz von PSI in die deutsche Bodenbewegung. Äh, Und äh, dann, wie äh, wir fokussieren uns über das Basis, small baseline and subset Dieses Mal ist äh, unser Ziel, ist, die äh, redundante äh, natürliche äh, Target zu äh, detektieren. Äh, es gibt dieses Mal ein...

Fuori di ganze Stapel und äh, mehrere äh, normale Master fuori. Fuori di rest. Und di aber äh, deswegen ein dictator program Netzwerk und sehr niedrige Basislinie. Wieder, äh, wir haben Stapel folli Bilder, aber dieses Mal, wir, wir, wir verwenden Interpolationssystem äh, und die Afflossung ist ein bisschen reduziert ehm aber die, eine gute Sache anekute ähm è ist non eh, wir auch eh, nicht stationäre Un deformation eh, erkennen. è eh, ein Beispiel hier ist von Peace Bas von Irea wo ein vulcano in Manila, tal vulcano eh, in Filippine è eh, ist unter monitoring. Unter, Die Systeme, äh, ja, der Performance des Systems ist sehr gut in, in solchen äh, Fällen. Äh, und dann, wie wir äh, zitieren auch unsere Methode, für was wir benutzen in diese, diese Projekt. MS-BAS äh, äh, schaut ähnlich wie das BAS, so äh, die ST2. Uh, um, stop, die ersten zwei uh, Komponenten sind die gleiche, aber uh, dieses Mal wie, uh, wird die Kombination aus Ascending und Descending-Date durchgeführt, um das Signal in horizontal und vertikale zu zerlegen. Uh, wir können zum Beispiel uh, Line of Sight von uh, Ascending benutzen mit Line of Sight of Descending von der gleichen Satellite. Und wir könnten auch eine neue Satellit verwenden, zum Beispiel ein Terra und kombinieren das nur vielleicht in Descending. Am Ende wir haben wir eine Horizontal Displacement und eine vertikale Displacement. Eine, ähm, äh, interessant ist, die, dieses, dieses System ist die für die Validierung weil die Daten bereits in die Vertikale und Horizontale liegen, normalerweise in GPS oder in Situ-Messungen. Und wir haben längere Zeitreihen durch die Kombination von einsteigenden und absteigenden Datensätzen, so Ascending und Descending datensätzen Und wir haben ein Beispiel hier, wo diese Kombination ein bisschen äh, einfacher zu verstanden ist. Und dann es gibt ein Beispiel für die Einsatz von MS-BAS für Vulkanbeobachtung in Argentinien. Es gibt auch eine Website als Referenz. Und äh, mit das, ich bedanke euch und ich stelle äh, Stef vor, vor Fragen zu Verfügbar. Vielen Dank. Danke, Filippo.